Herzliches Grüß Gott. Da es uns leider nicht möglich ist, gemeinsam in einer Kirche oder Kapelle eine Andacht zu halten und eine Adventkranzsegnung vorzunehmen, möchten wir, der ehemalige Pfarrverband St. Lorenzen St. Marein, mit diesem Video ein Zeichen der Verbundenheit senden. Ich freue mich, wenn wir wieder persönlich gemeinsam feiern können und wünsche Ihnen alles Gute. Beginnen wir unsere Segensfeier mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu unserer Adventkranzsegnung. Diesmal nicht in der Kirche wie üblich, sondern bei uns zu Hause. Ja, wir sind heute hier versammelt, um die Adventzeit ganz bewusst zu beginnen. Advent ist die Zeit des Wartens und der Vorfreude, besonders auch aber eine Zeit des Lichtes. In der dunkelsten Zeit des Jahres gehen wir auf das Licht von Weihnachten, auf das Licht zu, das für uns Christus selbst ist. Christus, das Licht der Welt, erleuchtet uns in der Kirche von der Osterkerze als Zeichen der Auferstehung und erleuchtet uns bald von den Adventkränzen als Zeichen unserer Hoffnung. Dazu hören wir im heutigen Tagesgebet: Allmächtiger Gott, du schenkst uns den Advent als Zeit der Vorbereitung auf das Fest der Geburt deines Sohnes. Erfülle in dieser dunklen Zeit unsere Herzen mit dem Licht der Hoffnung. Mach uns frei von allem, was unser Gewissen belastet. Lass uns wachsen im Glauben und in der Treue zu dir und zu unseren Mitmenschen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Licht. Lichterketten auf Bäumen und Häusern. Hell beleuchtete Straßen mit Stern- und Engelmotiven. Neonröhrenlicht in allen Auslagen. Genug Licht, wie es scheint, um den Weg im Advent hin zu Weihnachten hell genug zu machen. Doch dieses Licht ist nicht lebendig. Dieses Licht wärmt nicht. Das lebendige und wärmende Licht ist das Licht der Kerzen, und dieses bleibt in den Häusern und Wohnungen der Menschen. Es leuchtet im Verborgenen. Dort zeigt es seine ganze Kraft. Dort ist seine Wärme zu spüren. Dort geschieht auch Weihnacht. Im Verborgenen und in den Herzen der Menschen.
Wenn du warst so schön und still, wann nicht der Stress war und die Rost, wann nicht alles redet, wir nicht gescheit und für mehr Ruhe war und mehr Rost. Komm, du stille Zeit, komm, du schöne Zeit. Weihnachten, 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 Weihnachten ist nimmer weit. Advent, du warst so schön und still, war mal Kerzen zehnten Mal. Und ruhig werden drinnen in der Schuhe, so wirst die Leitung für so schön und schön, mein Frieden war, kein Zanker Streit, mein Mann trinkt im Stuhl und froh, dann war Advent, a gesegnete Zeit. Komm, du stille Zeit, komm, du schöne Der Evangelist Johannes schreibt an uns Christen in dieser Adventzeit. Jesus aber sagte: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten am letzten Tag. Denn was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ihr Lieben, in den kommenden Tagen werden wir das Wort Licht sehr oft hören. Auch in diesem Text, den wir eben gehört haben, geht es um dieses Licht, um das große Geschenk des Glaubens und der Freude. Und dieses Geschenk wollen wir im Advent ganz besonders beten. Gott möge die Augen unseres Herzens erleuchten, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Und die Hoffnung, die der Glauben schenkt, ja, der ist wirklich groß. Ich habe jetzt einige Impulssätze, die ich vorlesen möchte. Glauben. Glauben heißt, sich in jeder Lebenslage von Gott gehalten wissen. Glauben heißt, in Jesus Christus immer einen treuen Freund zu haben. Glauben heißt, eine Hoffnung haben, auch wenn alles hoffnungslos scheint. Glauben heißt,
in Treue zu Gott und den Mitmenschen sein Leben gestalten. Glauben heißt Vergebung erhalten, auch wenn wir versagt haben. Glauben heißt eine tiefe Freude im Herzen tragen, die einem niemand und nichts rauben kann. Und dieses Geschenk wollen wir für uns und alle Menschen bitten. Der Adventkranz mit seinem wachsenden Licht soll sichtbares Zeichen dafür sein. In einer Zeit, in der in der Welt vieles kalt ist, entlaubt, kahl, erstarrt, wie tot, dunkel, ja düster, freudlos, hoffnungslos, da grünt der Tannenzweig. Wir holen ihn in unsere Häuser. Er sagt, ich lebe, habt Hoffnung. Grüne Zweige bilden einen Kranz. Der Kranz will uns sagen, es rundet sich, erfüllt sich die Zeit. Gott verbindet sich mit den Menschen. Der Himmel kommt auf die Erde. Der, der da kommen wird, sagt, ich mache das Antlitz der Erde neu. Gemeinsam stehen wir vor unserem Gott und bitten um sein Erbarmen. Für alle Menschen, die Gott suchen und glauben wollen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die den Glauben verloren haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die aus der Kirche ausgetreten sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Verantwortlichen in Kirche und Gesellschaft. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kranken, Behinderten und Notleidenden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die keine Hoffnung mehr haben und verzweifelt sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Sterbenden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die uns bereits in die Ewigkeit vorausgegangen sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, du bist allen nahe, die zu dir rufen. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Wir wollen nun um Gottes Segen für diesen Adventkranz bitten, damit dieser Kranz als äußeres Zeichen der Vorbereitung dienen kann. Bitten wir aber auch, dass es uns gelingt, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen innerlich offen und weit zu werden, empfänglich für sein Licht. Lasst uns deshalb beten. Ewiger Gott, du lässt uns Menschen in unserem Suchen nach Leben und Freude nicht allein. Darum schauen wir am Beginn dieser Adventzeit auf zu dir, von dem wir alles erhoffen. Und so bitten wir dich, segne diesen Kranz und diese Kerzen. Sie sind Zeichen, dass du der Ewige bist, den auch diese kommende Zeit gehört. Ein Zeichen des Lebens, das wir von dir erwarten. Ein Zeichen, dass du das Licht bist, das alle Finsternis erhellen kann. Hilf, dass wir mehr lieben und dich mit neuem Eifer suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich möchte Sie nun einladen, dass wir gemeinsam das Gebet unseres Herrn beten. Das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich werde nun die erste Kerze am Adventkranz anzünden. Liebe Mitfeiernde, wir befinden uns mitten im zweiten Lockdown, was natürlich auch bedeutet, dass diese Adventkranz-Segnungsfeier nur über Internet und über soziale Medien erreichbar ist. Wir können, wie schon zu Ostern, nicht vor Ort in unseren Kirchen, in unseren Kapellen gemeinsam feiern. Deswegen diese Botschaft an Sie alle, an euch alle. Bleiben Sie gesund. Und verlieren Sie nicht die Zuversicht und den Mut. Wir wünschen eine gesegnete Adventszeit in Ruhe und in Besinnung. Und wir hoffen, dass wir Sie alle gesund zu Weihnachten wieder bei unseren kirchlichen Feiern begrüßen dürfen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei allen, die bei dieser Feier mitgeholfen und mitgefeiert haben. Dem Ehepaar Ablasser, der Frau Dagmar Erber und meiner Familie. Alles Gute. Im Schlussgebet heißt es: Guter Vater, du willst, dass niemand ohne Licht ist. Du willst in das Leben aller Menschen Hoffnung bringen. Erleuchte unsere Herzen und mach uns offen für das wunderbare Geschenk, das du uns in deinem Sohn bereitet hast. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Und so bitten wir nun um seinen Segen. Mit seinem göttlichen Licht segne und begleite uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Amen.